Hallo, hier ist Markus Rapp. Heute mit einem wichtigen Brennpunkt über den Skandal mit P. Diddy, der jetzt aufgeflogen ist und wie ein Tsunami durch die Musikbranche weltweit rollt und Hollywood, wo die Mächtigen der Film- und Musikbranche in Panik sind, was hinaufgeht bis in die Spitzen der Politiker von Biden und Harris, Joe Biden, werden viele andere Namen genannt, auch Obamas, wo Dinge jetzt ausfliegen von Dekadenz und kriminellen Machenschaften um P. Diddy, der auch Puff Daddy genannt wird, viele andere Dinge. Ich will das mit euch anschauen in diesem Video, die Hintergründe, welche Auswirkungen das haben kann, jetzt 6 Wochen vor der US-Wahl mit Donald Trump. Es ist kein Zufall, dass diese Dinge aufgedeckt werden. Und die Bibel sagt, alles, was in Finsternis im Verborgenen am Bösen geschieht, wird offenbar werden. Gib ein Like für das Video, dann verbreitet es sich auf YouTube und abonniere auch meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine gesellschaftsrelevanten Videos verpasst und damit unterstützt du auch meine Medienarbeit, meinen YouTube-Kanal. Also dieser Puff Diddy-Skandal geht durch die weltweiten Medien wie eine Erschütterung. Manche sagen, das ist das Ende der Musikbranche, wie wir sie kennen. Und es erinnert an Jeffrey Epstein, was auch ein Skandal um Sextreffen war, wo auch Minderjährige involviert waren. Aber das ist hier 2.0. Nochmal eine ganz andere Dynamik. Wer ist P. Diddy? Er ist einer der führenden Rapper seit Jahrzehnten und er hat viele, viele in der Musikbranche kontrolliert, darunter auch Justin Bieber, wir werden uns das anschauen, der darunter fast kaputt gegangen ist. Und eben auch Usher, den er mit 13 Jahren, heute bekannter Rapper, sexuell und durch andere Dinge gebunden hat auf seinen Partys, schon als Teenager. Und das sind Dinge, die jetzt in New York vor Gericht gebracht wurden. Und natürlich will Hollywood, dass man darüber schweigt. Der tiefe Staat wollte das verbergen, aber es ist nicht gelungen. Wir werden gleich sehen, warum dieser Skandal aufgeflogen ist. Und hier sehen wir, dass bei ihm sichergestellt worden, in seinen Villen 1000 Flaschen von Babyöl. Ja, wozu braucht man solche Flüssigkeiten, ja? Kann man sich selbst ausmalen. Prostitution fand dort statt. Gekaufte Prostituierte für alle Gäste. Narcotics. Leute wurden betäubt, damit sie willig waren, alles zu tun. Auch kriminelle Dinge. Teenager waren da. Jugendliche Kinder. Ja, Kidnapping geschah. Immer wieder. Und dann eben sogar Brandstiftung. Es werden ihm sogar Morde angehängt. Und das sind Dinge, die jetzt ans Tageslicht gekommen sind. Er hat versucht, sich freizukaufen. Der Richter hat abgelehnt und hat gesagt, er ist viel zu gefährlich für die Allgemeinheit. Und man schätzt, dass er 15, 16 Jahre bis lebenslänglich bekommen wird. Ein Schock für die ganze Branche. Und es sind Hunderte von Topstars involviert. Ich werde das in diesem Video darlegen und auch eine Liste, die er selbst genannt hat, mit euch anschauen. Die Bibel sagt in Lukas 12, Lukas Evangelium 12, 2, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Jesus warnt, dass alle Sünden Gott bekannt sind und dass wir auch individuell, wir alle sind Sünder. Und darum brauchen wir Versöhnung mit Gott, Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Er sagt hier in Vers 2, es ist nichts verdeckt, was nicht erkannt werden wird. Das sollte Gottesfurcht geben und gibt jetzt Furcht in der ganzen Branche von Hollywood. Und was in Finsternis gesprochen oder getan wurde an Perversion und Sünden, das wird auf den Dächern ausgerufen werden. Jesus sagt in Vers 4, Lukas 12, fürchtet euch nicht vor Menschen, die euch töten können, den Leib töten können, danach nichts weiter tun können. Fürchtet aber den, der nach dem Töten die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, diesen sollt ihr fürchten. Jesus warnt vor ewiger Trennung mit Gott. Und wir haben auf der Erde Gnadenzeit. Ja, wir haben 2024 nach Christus. Gott wurde Mensch und er ruft auf zur Buße von Sünden. Und ich glaube, wir müssen uns selbst prüfen, wo wir Dinge tun, die nicht vor Gott bestehen können
und davon auch Buße tun. Also Puff Diddy oder P. Diddy ist der Hip-Hop-Star Nummer 1 und er war der unangefochtene reichste Mogul mit 1,2 Milliarden geschätztem Vermögen, also Milliardär. Und er hat so viele kontrolliert, auch mit Drohung, ihre Karriere zu beenden, darüber zu reden, wenn sie ihn verraten. Und jetzt hat eine seiner Freundinnen, Kathy, hat offenbart, wie sie missbraucht wurde. Und es gibt ein Video, wo sie von ihm zu Boden geschleudert, an den Haaren gezogen wurde durch ein Hotelgang und die sogenannten Freak-Off-Partys, wo hunderte reiche Hollywood-Stars und Leute der Musikbranche, auch wie Leonardo DiCaprio, viele, viele andere waren. Ja? Und ich werde euch nachher noch eine Liste zeigen. Und hier ist es eine lange Akte sichtbar von all diesen Verbrechen. Und das Empire von Diddy fällt zu Boden. Und ich glaube, dass ein Gericht Gottes jetzt eine Erschütterung dieser Imperien von Ungerechtigkeit und Lüge und Korruption. Und hier sehen wir Jay-Z mit Beyoncé auf der Flucht. Auch sie waren Beyoncé, Jay-Z, auch ein Milliardär, sind mittlerweile auf der Flucht, haben ihre Twitter-Accounts gelöscht. Auch Jennifer Lopez war 2 Jahre mit P. Diddy befreundet, ist mittlerweile auf der Flucht. Unglaublich. Und er hat hier mit Justin Bieber, als er nur 14 Jahre alt war, hat er ihn unter seine Fittiche genommen, seine Karriere gefördert, aber ihn eben auch mit 13, 14, 15 auf diese Sexpartys genommen. Und das ist ein Skandal, der jetzt wirklich Todesangst für so viele Hollywood-Stars bewirkt. Hier, Jay-Z, wird er der Nächste sein. Sie haben alle, da sehen wir das Zeichen mit den drei Fingern, ist 666 und das Teufelszeichen von Beyoncé und Jay-Z, die mit P. Diddy die Musikbranche dominiert haben. Hier sagt jemand, das Ende der Musikindustrie. Pink hat mittlerweile ihren Ex-Twitter-Account gelöscht. So viele andere sind jetzt in Panik. Hier sehen wir Musikstars und Hollywoodstars auf diesen rauschenden Partys. Und ich habe gedacht, das ist die Dekadenz Roms, genau wie in Rom, wo es diese Sexpartys damals gab. Und Jonathan Kahn hat ein Buch geschrieben, der Rabbi aus den USA, ich habe immer wieder die Bücher empfohlen, Rückkehr der Götter, dass diese gefallenen Engel, diese Götter wie Bacchus, wir haben das bei der Olympiade gesehen, dieser blaue Mann, der da lag, bei der Verspottung des Abendmahls, diese Götter, auch Baal, Molech, wo Kinder geopfert wurden, sind zurückgekehrt in der westlichen Welt. Und das sind dekadente Feste, die hier gefeiert werden, wie zur Zeit Roms. Hier sehen wir, wie auch seine Söhne mittlerweile angeklagt sind wegen Missbrauch und hier keinen Respekt vor Frauen haben, sie an den Haaren ziehen. Ja? Und sie haben auch an diesen Partys ihres Vaters teilgehabt. Mittlerweile sind über 100 Videos sichergestellt worden, die die Reichen, Schönen und Mächtigen auf diesen rauschenden Sex- und Drogenpartys zeigen. Es hat dort viele Vergewaltigungen gegeben, Türen wurden abgeschlossen, und es sind Dinge im Geheimen passiert, die aber nicht so geheim waren, weil ganz Hollywood wusste davon. Biden-Harris hat übrigens mittlerweile 320.000 Migrationskinder verloren. Sie sind vermisst gemeldet. Und in Sex-Trafficking, Forced Labor, also gezwungener Arbeit, werden viele dieser hunderttausende Kinder missbraucht. Jeden Tag verschwinden Kinder. Und es wird jetzt auch darüber geredet, dass diese Leute kannibalistisch veranlagt sind. Es gibt dort eine Hexe, ich will mal kurz den Namen nennen, ihr könnt das googeln,
ja, die auch jetzt in Gefahr ist, Marina Abramović, die ein ganz perverse, satanische Kunst hat. Es wurde auch gesagt, dass Kleinkinder und Babys auf diesen Partys waren. Ihr kennt diese Dinge, die kommen jetzt alle ans Tageslicht, dass die teuflische, dunkle Elite des tiefen Staates Babys tötet und das Blut und ihre Hormone nutzt zur Verjüngung. Das ist so eine teuflische, satanische Schande. Und es wird jetzt auch darüber geredet, dass SRA, Satanic Ritual Abuse, auf diesen PDD-Partys eben gefeiert wurde. Hier sehen wir noch einmal auch die Kinder, 300.000 Käse, 300.000 Kinder sind vermisst, Hunderttausende, die also ohne Erwachsene von kriminellen Ringen eben einkassiert werden und missbraucht werden können. Justin Bieber war ein Opfer von P. Diddy und er hat ihn dann auch drangsaliert, hat gesagt, warum bist du telefonisch nicht mehr zu erreichen? Wir haben doch immer gute Kontakte gehabt und auf Videos ist er zu sehen, wie er den Kopf senkt und voller Furcht und Angst sagt, ja, aber du brauchst ja meine Telefonnummer nicht, du hast sie ja nicht. Und Justin Bieber hat zu Jesus gefunden. Hier ist ein Video Justin Biebers Reise zu Jesus. Er ist übrigens von oben bis unten tätowiert, ist durch P. Diddy auf Abwege gekommen. Und er sagt, ich wüsste nicht, ob ich heute überhaupt noch ohne Jesus lebendig wäre. Wahrscheinlich nicht. Er wäre durch harte Drogen und durch sexuelle Perversion umgekommen. Heute sagt Justin Bieber, Jesus hat mein Leben gerettet. Der Wendepunkt auf der Reise von Justin Bieber. Und er ist einer von hunderten Missbrauchsopfern von P. Diddy, von Hollywood. Jetzt in Interviews haben Experten gesagt, Hollywood ist sehr böse. Dann hat jemand gefragt, erst kürzlich, erst die letzten Jahre böse geworden? Und dann sagte diese Person, ein Insider, nein, Hollywood war schon immer böse. Und kriminelle verborgene Machenschaften sind dort geschehen. Hier ist ein Video, das zu sehen ist auf YouTube. Ich weiß nicht, ob es in den sozialen Medien gelöscht wird, es ist überall auf YouTube viral, wo er vor einer nackten Frau vor einem seiner Häuser und Villen sitzt mit einem Kleinkind auf dem Schoß. Da sieht man einfach auch die sexuelle Unmoral und auch mit kleinen Kindern, ja, keine Grenzen. Und er liest dort eine Liste vor mit einer Drohung. Und viele fragen sich, warum hat das vorgelesen? Er sagt, Will Smith, Drake, Oprah Winfrey, Alicia Keys, Justin Bieber. Wie gesagt, Justin war ein Opfer von ihm, kein Täter. Mark Wahlberg, einer der Top-Action-Stars Hollywoods. Kevin Hart, Snoop Dogg, J-Lo, also Jennifer Lopez, Chris Brown, Ciara, Issa Rae, DJ Khaled, French Montana. Und dann sagt er am Ende dieses Videos, diese Leute werden so groß, dass sie vergessen, dass sie sich verpflichtet haben, ans Telefon zu gehen, wenn ich anrufe. Unglaublich. Also er hat Leute erpresst. Viele haben sich erpressen lassen, weil sie um die Beendigung ihrer Karriere fürchteten. Hier siehst du noch mal ein paar mehr Namen, ja, die also hier mittlerweile in Gefahr sind. Paris Hilton, ja. Du siehst hier eine lange Liste und das liegt jetzt alles der Staatsanwaltschaft vor. Und diese Leute sind in Gefahr der Mitwisserschaft, weil wenn du an kriminellen Handlungen teilnimmst, von ihnen weißt, dann bist du auch Mittäter. Elon Musk, als er X kaufte 2022, sagte, Twitter ist sowohl eine soziale Medienfirma und ein Verbrechensszenario, ein Crime Scene, eine Verbrechensszene. Und er sagte, dort ist so viel an verbrecherischen, verborgenen, schlimmen, bösen Machenschaften auf Twitter. Er hat ja dann Tausende entlassen, viele, viele schlechte Konten gelöscht. Aber wie wir sehen, ist noch vieles auf der Plattform X,
was jetzt vor Gericht geprüft wird. Und viele Stars haben ihre Ex-Plattform gelöscht. Elon Musk deutete an, dass Twitter viele finstere Geheimnisse und Verbrechensszenen beherbergt hat. Hier Usher Raymond hat jetzt seine Plattform X gelöscht. Mit 13 Jahren kam er unter die Herrschaft von P. Diddy. Er hat sich mittlerweile von ihm losgesagt. Ja, hier sehen wir Actor, also Schauspieler Megan Fox, hat ihren X-Account gelöscht. Pink, viele andere, sie sind in Panik, dass sie jetzt zur Rechenschaft gezogen werden und auch im Gefängnis landen können. Hier sehen wir diese rauschenden Partys und je später es wurde, also ich habe gehört, Dinge, die man gar nicht sagen kann, Sex an allen Orten, ja, und das sind also dekadente Partys, wie man sie zurzeit Neros in Rom, Caligula, diese Dinge, ja, und das sind die Dinge, die in Hollywood und eben in der Musikbranche geschehen sind und P. Diddy war einer der führenden Leute in diesem Bereich. Hier sehen wir ihn mit Justin Bieber, ja, völlig durchgedreht, mittlerweile von Jesus gerettet. Dafür können wir beten, dass diese Stars jetzt zum Glauben an Jesus kommen. Hier sehen wir Sexspielzeuge, über 700, sichergestellt bei P. Diddy. Stell dir mal das Ausmaß dieser Dekadenz und diese Sodom und Gomorra vor in der Musikbranche. Hier sehen wir Ausschnitte der Partys, ja, und hier Stars, ja, hier auch der Musikstar Michael Jackson siehst du, ja, und viele, viele andere, die hier mitgewirkt haben, die jetzt in Gefahr sind. Also das ist wie ein Tsunami, ich habe das schon gesagt. Und am 24. September haben die Navy SEALs in Miami das Warenhaus von P. Diddy, wo er tausende Adrenochrome Infusionsbeutel hatte. Das ist von Babys, ja? Also, das sind unglaubliche Horrorszenarien. Adrenochrome, da geht es um Child Sex Trafficking und Ausnutzung von Babys, Traumatisierung von Kindern, lesen wir, tot oder lebendig, also Pädophilie in einem Ausmaß, das erschreckend ist. Ja? Und hier sehen wir, also bei Epstein war das, auch bei P. Diddy waren Adrenochrome, also eine Schlüsselsache. Also wie aus einem Horrorfilm. Und viele Insider sagen, sie sind wie Vampire. Hier sehen wir ein Bild, das Donald Trump nicht nur Hunde und Katzen retten will und die Haustiere, ja, in Springfield, Missouri, sondern noch viel, 1 Million mal ernster, unendlich mal ernster Babys und Kinder, die eben durch Biden und Harris zu Hunderttausenden illegal durch die Grenze gekommen sind und jetzt in kriminellen Ringen wahrscheinlich sind. Und das will Donald Trump beenden. Ich glaube, das wird für viele jetzt noch viel klarer, wie ernst die US-Wahl ist und dass es wirklich um Leben und Tod geht. P. Diddy hier in viel größere Dinge, Kriminalität involviert, als Menschen sich überhaupt vorstellen können. Und es geht bis zur Spitze ins Weiße Haus. Ja? Und Trump hat auch die Dinge mit in Bewegung gesetzt, ja, Homeland Security mit involviert und es ist eine Verbindung zu Kamala Harris anscheinend hier gegeben. Hier sehen wir Mike Tyson, ja, er leugnet das mittlerweile, natürlich leugnet er es. Hier ist ein Video, wo hier P. Diddy Kathy zu Boden wirft, grauenvoll, ich habe mir das angeschaut, es ist schlimmster, gewalttätiger, sexueller Missbrauch von Frauen, er zieht sie an den Haaren und dann hat er gesagt, es tut mir so leid, ich schäme mich für mich, oh, hoffentlich kann sich Gott meiner erbarmen. Aber er hat keine Buße davon getan. Er hat die Dinge weitergetan. Ja, hier zieht er seine Ex durch einen Hotelraum. Er hat einen Hotelmitarbeiter mit Bündeln von Scheinen, Dollar, 100-Dollar-Noten versucht zu bestechen. Aber es haben Leute mittlerweile ausgesagt. Immer mehr in Hollywood sagen jetzt aus. Ja, hier sehen wir auch Will Smith. Ja, unglaublich, wer dort alles dabei war. Es sind auch sehr
harte Schnellfeuerwaffen mit großem Kaliber sichergestellt worden. Auch die Videos sind da, wo sie die ganzen Anklagen gegen P. Diddy mittlerweile auf CNN, überall kann man es sehen, wo also der Generalbundesanwalt der USA jetzt alle Beweismittel beschlagnahmt hat. Wie gesagt, über 100 Filme, die also die Top-Hollywood-Szenerie belasten. Und es wird alles veröffentlicht. Es gab eine Prophetie, alles wird 2024 veröffentlicht. Viele kämpfen, nicht ans Licht gebracht zu werden. Viele fliehen mittlerweile, tauchen unter. Auch Milliardäre der Musikbranche. Und es ist etwas, was also jetzt wirklich ein biblisches Ausmaß hat von Gericht. In Römer 1, ich will das nochmal kurz nennen, sagt der Apostel Paulus über die Gottlosigkeit der Nationen. Lest das einmal, Römer 1, 18 bis 32, ein Schlüsseltext. Der Zorn Gottes offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Ja? Und dann sagt er weiter, sie sind in Perversion und Unzucht verfallen, Leidenschaften, Mann mit Mann, Frau mit Frau, entbrannt. Ja? Und Gott hat sie dahin gegeben, schändliche Dinge zu tun. Also ich habe in Interviews gelesen über P. Diddy, auch gesehen auf YouTube, dass Leute gefragt haben, wie können Leute, die so viel Geld und Macht haben, solche Verbrechen begehen? Wie kann das sein, dass sie solche Verbrechen begehen und hier ihn auch noch geschützt haben? P. Diddy wurde von Politikern, Hollywood-Stars, Reichen und Mächtigen geschützt. Warum kommen Leute auf solche Abwege? Die Antwort ist Liebe zu Sex, Geld und Macht. Und Gott gibt sie dahin in ihre Süchte und Bindung. Gott hat sie dahin gegeben, schreibt der Apostel Paulus, Römer 1, Vers 28, zur Gemeinde in Rom, wo damals Nero lebte, wo diese Dekadenz, die das Römische Reich verseucht hatte. Und das Gleiche sehen wir in Amerika und auch in Europa, ja, so viel Dekadenz und sexuelle Unmoral, auch in politischen Kreisen hinter den Kulissen. Und sie tun, was sich nicht zu tun geziemt, ja, Habsucht, Schlechtigkeit, List, Gewalttäter, Erfinder böser Dinge, Treulose ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Und es steht hier, sie wissen, dass das gegen Gottes Gebote ist, sie sind des Todes würdig, aber sie üben es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die so etwas tun. Wow, genau das ist der Punkt. Sie haben Wohlgefallen an diesen Partys gehabt, an diesen sogenannten Crash-Partys. Das sind Dinge, die jetzt für Gerechtigkeit ans Licht gebracht werden. Unglaublich, Freak-of-Partys, ja. Also ganz Hollywood wusste davon, niemand kann sich entschuldigen. Kim Kardashian wird genannt, ja. Es ist wirklich unfassbar, was hier passiert ist. Schreibt doch mal eure Kommentare, wie ihr das seht. Ja, es ist gut, dass diese Dinge ans Licht kommen. Und es ist der größte Fall in 2024. Und auch die Mittäter werden angeklagt. Das hat der Bundesstaatsanwalt mittlerweile gesagt. Es wurde also Kontrolle über Opfer ausgeübt. Und auch die Mitarbeiter und Angestellten von P. Diddy hat er missbraucht, um Menschen zu bedrücken und zu drohen. Und er hat ganze Hotels gebucht und abgeschlossen, um diese Sexspiele und auch Kindermissbrauch, Drogenmissbrauch auszuüben. Es wurde auch eine Hexe genannt, und zwar Marianne Abramović, ich habe das genannt, Spirit Cooking, wo also Kannibalismus gefeiert wird. Das sind unglaublich teuflische, schlimme Dinge, die hier passieren. Ich habe zurückgedacht, als ich in Okkultismus, Freimaurerei gebunden war, nicht ich, mein Vater, aber ich wollte diese Schiene gehen, da hat
Gott mich gerettet durch Jesus Christus. Ich habe mir gesagt, dafür will ich nicht leben, für Macht und Geld und Korruption. Ich habe das damals schon mit 20 Jahren in Hamburg erkannt. Und mir ist durch P. Diddy nochmal doppelt bewusst geworden, dass ich nicht nur von Sünde gerettet wurde und Süchten, in denen ich verstrickt war, sondern auch von dem, was der tiefe Staat tut. Und das, was reiche Leute an unglaublicher, also Sodom und Gomorra, Perversion ausüben, wie das im Römischen Reich war. Ich bin froh, dass Gott mich aus diesen Dingen rausgerettet hat, dass ich die Türen für den Teufel geschlossen habe. Und ich kann dir nur raten, wenn dich das betrifft, tu dasselbe. Denke an diese Worte, die ich genannt habe, dass alles, was böse ist oder gut oder böse, im hellen Licht offenbar werden wird. Gott wird jede Ungerechtigkeit unter ein Gericht führen. Also abonniere doch meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine Videos verpasst. Und du kannst uns auch durch deine Partnerschaft und Spende unterstützen. Wir sind für jede Spende wirklich dankbar in unserer Medienarbeit für den deutschsprachigen Raum und auch unsere Dienste von Neues Leben Berlin, das Evangelium Jesu Christi unserer Generation und tausenden Menschen in unserer Bundeshauptstadt Berlin zu bringen. Danke im Voraus für deine Spende. Schreib an info@neuesleben.berlin. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreib deine Kommentare, wie du diesen Skandal siehst, dass diese Dinge jetzt ans Licht kommen und was du glaubst, wie das die US-Wahlen mit Donald Trump beeinflussen werden. Und ich glaube, ihr Lieben, dasselbe passiert auch in Deutschland, ja, mit den Davos-Jüngern, Young Global Leaders. Wir haben gesehen in Katar, wo die Fußball-WM mit viel Geld und viel Bestechung sicherlich und Lobbying nach Katar, einer Nicht-Fußball-Nation, gekommen ist und wie unsere Politiker dahin gereist sind, Fußballer. Und dann wurde berichtet in Artikeln, dass auf die Zimmer dieser Leute Frauen gesetzt wurden. Ja? Was für eine Schande. Ja? Mit Sex, Macht, Geld, das sogar auch im Fußballbereich, in der Fußball-WM. Und ich glaube, dasselbe passiert durch Lobbyismus, auch mit Corona passiert, jetzt mit den Kriegen im Nahen Osten, auch mit Russland, weil daran verdienen die Firmen des Weltwirtschaftsforums, Rüstungskonzerne etc. Schreib deine Kommentare, wie du das siehst, und lass uns beten, dass das Ungerechte und Böse aufgedeckt wird, auch in unserem Land, in Deutschland. Und ich möchte dich ermutigen, tu Buße von all deinen Sünden, von aller Schuld, weil diese Dinge werden irgendwann ans Licht gebracht werden. Und der sicherste Ort zu leben ist im Willen Gottes, wirklich die Türen für Dämonen, für Finsternismächte zu schließen und zu sagen, Gott, vergib mir, sei mir Sünder gnädig. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist zur Vergebung meiner Sünden. Rette mich, heile mein Selbstbild, mach mein Herz rein durch dein kostbares Blut. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Und dann wird dein Name im Buch des Lebens im Himmel angeschrieben sein. Schreib mir eine E-Mail an info@neuesleben.berlin und gerne schicken wir dir auch ein Neues Testament und ein christliches Buch. Gottes reichen Segen und danke, dass du das Video angeschaut hast. Friede sei mit dir.